Ich bin wirklich froh, dass ich die Nacht im Hotel verbracht habe. Und es regnet immer noch. Corsica Ferries. So, ich muss mal also die Quel bonheur, fin des hostilités. Mais sur la route, c'est l'horreur et le périph' est bouché. On passe le temps en écoutant les tubes d'FM détente, ponctués de flashs importants. La pollution est inquiétante. Ça pas de bon sens. Ça pas de bon sens. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. Tous ces gens qui ne foutent le cafard. Ça pas de bon sens. Ça pas de bon sens. Croyez tous noir. Autant se jeter du pont du Gard. Au Festland, schon gibt's Stau. So, übrigens. Sehr feines Kunststück, wie der Kapitän ja sein Schiff in den Hafen reingelotst hat. Das war wirklich Präzisionsarbeit. Wir haben die Keimauer rundherum musste, ist quasi vorwärts so gefahren, rückwärts rein und dann rückwärts gleich mit dem Heck nochmal eine 90-Grad-Drehung, dass er an die Anlegestelle kommt. Und das ohne mit dem Heck hier die Aigan Odyssee reinzuschrammen. Das war schon sehenswert. Sehr schön. Ich muss halt noch 200 Kilometer bis Javier fahren. Irgendein Bergdorf in den Alpen irgendwo. Und so wie die Sache gerade steht, komme ich hier echt nicht voran. Ist es warm hier. Oh, mein Zeigefinger friert ab. Was natürlich nicht heißt, dass ich mir wünsche, dass es jetzt anfängt mit Regnen. Das wäre natürlich genau der falsche Schluss. Ah, ich sehe schon, jetzt komme ich langsam auf die Küstenstraße hier, hoffe ich doch. Und dann endlich raus aus dieser Stadt, ey. Das ist ja furchtbar. Dieses Rumgeeier, den Haufen Zeug hinten drauf. Überall Menschen. Ja. Na, wenigstens riecht es nicht schlecht. Ah, hier 70, gut. Endlich ein bisschen Kühlung. Ich bin kaputt hier. Ich habe ja extra die Regenmembran noch mal reingemacht gestern und das Ganze getrocknet und heute früh wieder angezogen. Aber wenn man in Nizza im Stau steht, bei halbwegs vernünftigen 22 Grad, geht man da drin krachen. Es ist wie, als würde man im eigenen Saft schmoren. Sehr, sehr unangenehm. Ich hoffe mal, ich komme heute irgendwo trocken und sicher unter, denn ich habe noch einen Pass vor mir. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, einen ziemlich bösen, der auch ziemlich weit nach oben geht. Also es könnte sein, dass es heute noch mal ganz schön kalt wird und regnerisch und dass ich nichts sehe. Also wie die Wolken hängen, könnte es schwierig werden. Naja, ich lasse mich überraschen.
Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist den Col de Sommelier erklimmen mit der F800. Denn ich habe ja gesehen, dass das relativ schwer ist. Und da ich einen Haufen Gepäck dabei habe und die Karre sowieso schon kaum auf der Straße halten kann, wenn ich mal umlenken muss, also wenn es mal unter 20 km/h schnell wird, das wird es dann die ganze Zeit wahrscheinlich sein. Ja, das möchte ich einfach nicht riskieren. Deswegen lassen wir das mal mit dem Offroad fahren. Ohne Gepäck würde ich es vielleicht probieren. Nur ist das Problem, dass ohnehin der Col de Sommelier eigentlich bis, ich glaube, Ende Juli nicht befahrbar ist. Also Mitte Juli, Ende Juli. Ich habe ja gesehen in den Alpen bei diesem Großglöcknerpass, wo sie mich auch schon nicht durchgelassen haben. Es ist durchaus noch jetzt um diese Jahreszeit, Anfang Juni, kritisch werden könnte. Mit Witterungsbedingungen und so. Außerdem ist halt eh nicht so gutes Wetter. Morgen wahrscheinlich auch nicht. So wie die Vorhersagen das beschrieben haben. Die Franzosen haben halt sowieso Probleme mit ihrer Seine, die da über die Ufer getreten ist. Habe ich halt früh im Fernsehen gesehen. Und überall alles überschwemmt hat. Ja, ich fahre jetzt hier über den Col de la Bonetta. 2800 Meter hoch. Ich habe jetzt mal hier gerade im letzten Ort, bevor dann eine ganze Weile erstmal nichts kommt. Dann hat man entweder die Wahl, rüber nach Italien zu fahren, über einen Pass, der ebenfalls 2800 Meter hoch ist, so in etwa. Oder aber hier lang. Bin ich mal gespannt, wie das Wetter so da oben ist, ob es da noch schneit oder regnet oder windet oder was auch immer. Große Lust dort oben zu übernachten habe ich nicht, weil ich komme ja gerade aus Ajaccio, ungefähr 0 Meter über Normalnull. Und dann die nächste Nacht auf 2800 Meter zu verbringen, wäre nicht so optimal. Es gibt bestimmt tierische Kopfschmerzen dann am nächsten Morgen. Unten stand ein Schild. 20 Kilometer, Achtung Murmeltiere, dass du bloß keins davon überfährst. So, ich bin jetzt so knapp über 2000 Meter Höhe. Das heißt, 800 Höhenmeter sind noch zu überwinden. Ja, ich denke, da wär's auch dem Schnee verdammt nahe kommen dann. Hier liegt noch so einiges rum. Aber angesichts der Tatsache, dass mir schon einige Motorradfahrer entgegengekommen sind und auch mich schon überholt haben, denke ich mal, ist das nicht so das Problem. Maut musste ich auch keine bezahlen. Als ich dort unten stand im Tal, hat mich das schon so ein bisschen erinnert an das Desaster in Österreich da. Mit diesem Gletscherpass, Großglockner, 2240 Meter, Steigung 5%. Ja, und das wollte ich auf keinen Fall wiederholen, weil das Problem wäre nämlich gewesen, ich wäre in keine Richtung weitergekommen. Isola ist nämlich das letzte Kaff hier am Berg und das ist da, wo dann quasi die zwei Überfahrten über die Pässe rübergehen. Einmal nach Italien, einmal der hier. Oh. Eine alte Arbeiterstadt, nehme ich mal an. Boah, schweinekalt wird's hier oben, 5 Grad. Na super. Die Stiefel gestern hier mit dem Föhn zu trocknen, das hätte ich mir auch sparen können. Die sind nämlich jetzt schon wieder nass. Das wird noch eine spannende Fahrt werden bis Jouvet. Ich habe mir so als Ziel gesetzt, wenn ich vor 18 Uhr in Jouvet bin, versuche ich es noch bis zum See. Andernfalls muss ich mir dort was suchen.
Schalterverwalter. Die Handschuhe werden auch nicht trockener. Ich werde mal die Griffheizung anwerfen. Mit dem Roller hier hoch, ey. Die haben Nerven. Da hinten scheint es noch in so einen Taltrichter reinzugehen. Mal gucken, was das ist. Mein Display blinkt schon wieder. Heißt es unter 4 Grad. Bei solchen Temperaturen bin ich mal auf Arbeit gefahren. 500 Kilometer. Nee, von Arbeit zurück war das. Von Stuttgart nach Leipzig. Das war ein Spaß. Zwischendurch im Thüringer Wald gab es dann ein kleines Malheur, ein kleines Schneemalheur, sodass ich dann nur noch mit 70 über die Autobahn tuckern konnte. Weil bei Schnee möchte man auch nicht so unbedingt Gas geben. Ne? Ganz vorsichtig lenken. Nicht mit zu viel Schräglage fahren. Wahnsinn. Ach, da vorne haben wir es geschafft. Dann geht es wieder runter ins Warme. Aber nicht ins Trockene, so wie es aussieht. Oh. Na. Ich mag nicht. Hey, guter Vespa hier hoch. Wahnsinn. Auf Korsika in Bonifacio gab es so einen Vespa-Club von Schweizern. Ich glaube, die kamen aus Zell, stand glaube ich dran irgendwie. Und die hatten alle unter ihren oder auf ihren Sitzbänken so einen Zettel von der französischen Polizei kleben. Oh, du Scheiße. Da, José. Bonjour. Ne, der ist noch gesperrt. Gut, dann komme ich hier gar nicht hoch. Alter. Ey, bei dem wird er mit dem Fahrrad hier hoch. Respekt. Und das in kurzen Hosen. Fährt er nur oder fährt er nicht? Er fährt nicht. Ich will nach... Oh. Mein Atem kommt schon als Dampffolge raus. 1,5 Grad. So, nix wie runter hier. Gesehen haben wir genug. Das reicht mir. Ehrlich gesagt. Und ich glaube, der Kamera auch. Die ist nämlich im Freien mal wieder. Oh. Die Holzfee, jetzt noch schlechte Sicht, na wunderbar. Noch eine Vespa, das sind verrückte Typen. Oh, mein Zeigefinger friert ab. Ein nasses Visier und schlechte Sicht. Besser geht's doch gar nicht. Oh, Gott sei Dank, hier vorne ist ein Bunker. Ich will doch hoffen, ein französischer. Na, so. Kamera aus im Sack. Das ist tatsächlich Hagel, was hier runterkommt. Scheiße. Oh. Gut, aus die Maus. Das wird also mein Lager für die Nacht sein. Ich habe leider, oder was heißt leider, ich bin vor uns eine Straße runtergefahren, hinter einer italienischen Motorradgang hinterher.
Bin die Straße runtergefahren, wollte beschleunigen. Auf einmal macht es hinter mir klack, 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 klack. Und das waren die Schrauben von meinem Zahnkranz. Von dem hinteren, die sich gelöst haben. Ich kann das Foto nochmal einblenden. Das war die Straße da unten. So dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Also bin ich einfach in das nächstgelegene Haus reinspaziert. Und das war das hier. Das ist eine Manufaktur für Helikopter. Die drei Leute, die hier diese Helikopter zusammenschrauben, bestellen die Teile in Italien bei einer Firma. Und die kommt dann so als so Bausatz an. Das sieht man hier. So sieht ein Helikopter aus, wenn er noch nicht zusammengebaut ist. Ja, und die schrauben den zusammen. Und hier sehen wir die Chassis. Hier die GFK-Teile dafür. Die schrauben die zusammen und verkaufen die wieder. Und verkaufen halt die Dienstleistung, Flugstunden damit zu geben. Ja, und ich bin jetzt hier bei Mathieu untergekommen, dem Besitzer von diesem Haus hier, der offensichtlich auch sehr ein sehr großer Kunstliebhaber ist, sonst würden hier nicht so viele Bilder rumhängen. Also das ganze Ding ist eigentlich mehr Atelier, also es ist so eine Mischung aus Atelier und Werkstatt. Und es ist halt echt ein sehr, sehr cooles Ding.